Hallo. Hallo. Wo kommen Sie her? Hä? Wo kommen Sie her? Ja, wir sind aus der Ukraine gekommen. Aus der Ukraine? Ja. Ich bin geboren in Berlin. Warum haben Sie die Russland-Flagge auf? Was? Warum haben Sie die Russland-Flagge auf? Nein, nee, weil ich ein paar Mal in Russland war, als Kind. Mein Vater hat zwei Weltkriege mitgemacht. Mein Opa auch. Ja. Aber ich gehe auf der anderen Seite jetzt. Ich werde immer zu Russland stehen. Das ist schön, wenn man so uneinsichtig ist. Wieso? Wir sind doch eine Demokratie. Ja, das ist ja richtig. Aber man kann ja auf der falschen Seite mal stehen. Warum hat kein Russe was getan? Also. Wenn ihm Russ was getan hat? Mir hat kein Russe was getan. Und ich stehe sogar auf dem Standpunkt aus der NATO. Ja, das ist jetzt eine andere Diskussion. Nee, das gehört dazu. Hm? Weil die NATO ist kein Verteidigungsbündnis, sondern ein Angriffsbündnis. Wer hat denn die NATO angegriffen? Russland? Wer hat denn unsere Pipeline gesprengt? Das wissen Sie doch ja nicht. Wissen Sie das? Haben Sie das Tucker Carlson-Video gesehen, das Interview? Ja, das war da kein Interview. Meinen Sie nicht? Ja. Nee, das war kein Interview. Das war... Wissen Sie das? Was denn? Pipeline gesprengt? Weiß ich auch nicht. Ja, und nun? Was machen wir jetzt? Ich dachte, wir vielleicht einen NATO-Bündnisfall eigentlich hätten, nicht? Und das wird unter den Teppich gekehrt. Das war doch keine NATO-Pipeline. Das war ein Wirtschaftsobjekt, oder nicht? Oder wie? Das ist Infrastruktur, deswegen ja. Haben wir und? Kein Gas mehr. Kein das steht, NATO steht im NATO-Vertrag drin, dass Infrastruktur zerstört wird, dann greift die NATO ein. Kennen Sie den NATO-Vertrag auswendig? Nee, das geht um den Bündnisfall, haben Sie doch jetzt gesagt. Ja, vielleicht, wenn es Amerika war. Nee, nicht vielleicht. Es könnte vielleicht sein, aber wisst ihr, was ich da Ihnen sage? Vor zwei Jahren, genau vor zwei Jahren, hat Russland die Ukraine überfallen. Und das ist Fakt. Was war 2014? Und? Da haben die Ukrainer sind aufgestanden und wollten Janukowitsch nicht mehr haben, weil sie in einer Demokratie leben wollten. Ich habe sogar ich habe einen Ostukrainer kennengelernt aus der Ostukraine. Viktoria Nuland ist schon 2014 da. Ja, ich kenne die Story. Der Mann, die Apfelsinen waren auch gespritzt. Die waren alle unter Rausch auf Maidan und all so eine Dinger. Warum gehen Sie denn? Sie demonstrieren jetzt hier für die Ukraine mit. Nee, ich habe sie unterstützt, weil meine Frau ist aus der Ukraine gekommen, weil die Scheiße von euch war auch in Russland. Ich habe einen Schüleraustausch organisiert. Ich war dort. Kann ich Ihnen sagen. Ich habe dort studiert. Und trotzdem stehe ich jetzt auf der anderen Seite. Aber die Ostukraine, um die es da ja eigentlich geht? Nein, um die ging es ja nicht mehr. Das waren russische Truppen, die dort eingegriffen haben schon. Ja, aber 2014? Ja, 2014. Wer hat die Leute da umgebracht? Das waren ja auch 15.000. Wer ist denn da einmarschiert? Die kleinen grünen was Menschen. Was war 2014? Man muss ja immer, ist ja alles ja, Ursache Wirkung. Da sind russische Truppen einmarschiert in die Ostukraine. Warum haben wir eine Wiedervereinigung von Deutschland? Ja, man muss ja... Ja, nee, da muss weil man wir, weil auch die DDR-Bürger in der Demokratie wollen, so wie sie jetzt, mit ihrem Fähnchen am Helm. Ja, ich stehe ja dazu. Ja, dass können sie doch machen. Will, die haben das Russland aber sie stehen im Moment, ich sage Ihnen nur, sie stehen momentan gerade auf der falschen Seite. Können Sie Russisch? Ich stehe nicht auf der können Sie Russisch? Seite. Ein paar Worte. Ein paar Worte. Dann hören Sie sich die Propagandasendung doch mal an. Das hat ja damit nichts zu tun. Doch, hören Sie sich schon an. Trotzdem ein hören Sie sich doch mal an, weil diese Menschen über die Ukraine und zu sagen, hören Sie sich das an, lernen Sie Russisch, machen Sie das. Sind trotzdem Brüdervölker. Nein, Brüder kann ich... Nee. Also Freunde, nee, das sind keine Brüder mehr. Nein, das war wieder in der DDR. Freunde kann ich mir aussuchen, verwandtschaftlich. Und das ist keine Verwandtschaft für mich mehr. Können Sie doch machen. Ich bin auch gerne nach Russland gefahren, aber seit zwei Jahren ist Feierabend damit. Ich mache keinen Schlauschel. Ja, im Gegenteil. Russisch. Russische Narrative. Das ist so albern. Nee, weil Sie nicht in der Lage sind zu denken. Ach, ich denke eigentlich schon. Nee, können Sie nicht. Sie können nicht flexibel denken. Nein. Bis vor zwei Jahren bin ich auch noch nach Russland gefahren. Da haben Schüleraustausch organisiert. Aber ich fahre jeden Tag damit rum, nur mal so, ja? Dann haben Sie nichts gelernt. Das ist ein bisschen... Ich will nicht in einem Faschisten. Es ist kein Wunder, dass sie alleine stehen, wirklich. Okay. Ich will ja da nicht stören. Ich will ja mal beobachten. Nein. Ich will ja so können Leute ja, können ja dazu stehen. Jetzt. Sie sagen, ich kann Russisch, ich weiß, was da abgeht. Ich kenne diese Propagandasendung. Ich finde es nur schade. Es ist wirklich schade, dass man einfach nicht mal überlegen kann und sagen kann, ja, ich bin jetzt mal im Unrecht. Ich würde mal gerne mal spielen wir Ticket nach Russland, wo meine Familie jetzt da steht. Wo die im Bunker sitzen, jeden Tag. Damit ihr das seht, dann schämen Sie sich einfach. So die Kinder, Stopp, die armen so Kinder. Doch. Das wird die Kindheit gestohlen. Du Narrativen stehst hier und präsentierst dich scheiß stark. Ich bin hier geboren, Entschuldigung. Ja, können Sie doch auch machen. Schämen.
könnt. Ich bin in einer Demokratie geboren. Ja, und die Ukrainer wollen auch eine Demokratie. Sie wollen nicht diesen Scheiß dort haben, wirklich. Aber ich bin nicht arm. Fahren Sie doch dorthin, wenn Sie dort so toll Wodka trinken können und die tolle russische Gastfreund. Gucken Sie sich Sendungen bitte an. Gucken Sie sich an, wie die Leute dort reden in der Provinz. Gruselig. Das ist Menschenhass pur. Menschenhass pur ist das. Können Sie jeden Tag sehen. Gucken Sie sich Salavjow an, Skabeva, wie sie alle heißen. Das ist schlimmer wie Schnitzler. Karl Eduard von Schnitzler in der DDR. Jeden Montag, der schwarze Kanal. Genau dieselbe Scheiße. Und so eine Leute unterstützen es nämlich. Sie unterstützen, weil sie nicht den Arsch in der Hase haben. Ich wünsche Ihnen Träume, was meine Familie sagt. Ich träume jeden Tag. Sorgen und Angst. Völlig zerfressen ist die Höhe von dieser weiß-blauen russischen Fahne. Ich bin ein Nazi. Ja, das ist schon besser. Gibt's Ärger? Ja.